Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beholder. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Oh, was ist denn jetzt passiert? Man weiß es nicht. Ich wollte nochmal mit dem Sohn sprechen. Vielleicht können wir ihm sagen... Oh Gott, der ist ein bisschen nervig, ne? Und zwar in den Schulbüchern. Hast du etwas über die Schulbücher herausgefunden, Vater? Ich habe bisher... Okay, er hat noch nichts gefunden... Es scheint, als würde sich alles... Ich habe über 2 Stunden auf mein Buch gewartet und es war die ganze Zeit im Regal. Ich habe es gesehen. Okay. So, ich versuche manche Sachen zu verkürzen. Oh nein, der ist traurig. Er soll nicht traurig sein. Wir haben eine neue Anordnung. Ab dem Jahr 4. September, also ab gestern, importiertes Mineralwasser verboten. Leute, die haben aber auch Probleme, ne? So... Wir haben eine Aufgabe. Also erstmal sollten wir uns um unsere Familie kümmern. Das haben wir gemacht. Wir brauchen noch Wirtschaftsbücher für Patrick. Und wir müssen noch mit Rosa Ranek über Klaus Schimmer sprechen. Können wir Maria Schimmer über... Nee. Ich dachte, wir könnten sie über Bücher fragen. Können wir aber leider nicht. Rosa Ranek... gehen wir mal hier rein. Ich glaube, mit ihm haben wir schon gesprochen. Ah, ich muss mir erstmal die ganzen Namen hier merken und gucken, mit wem ich es hier zu tun habe. Da schläft jemand. Unsere kleine Anna. Klaus Schimmer, ach, um ihn geht es. Nach den Verdächtigen wahrscheinlich, der Behörde fragen. Wir fragen erstmal nach Büchern. Sind doch ein gebildeter Mensch, Klaus. Wo kann ich Lehrbücher für Wirtschaft finden? Die Universität gab meinem Sohn eine Liste von Büchern zum Lernen. Okay, das brauche ich jetzt nicht vorlesen, das wissen wir jetzt mittlerweile. Oh, das Problem mit der Bibliothek ist mir gut bekannt. Es ist nicht nur die Schlange. Die Bibliothekare sollten sich auch mögen. Sollten sie auch mögen. Wenn nicht, schicken sie eine ohne Erklärung fort. Aber ich kann ihnen helfen. Ich habe Bücher von damals, als ich im Zählamt gearbeitet habe. Ich wäre glücklich, wenn sie ihrem Sohn beim Lernen helfen würden. Jeder sollte eine höhere Bildung anstreben, zu schade, wie wenige Menschen dieser Meinung teilen. Sie haben meinen Sohn gerettet. Vielen Dank, Klaus. Ach, hier sind wir schon bei du. Nicht nur meinen Sohn, meine Brieftasche auch. Oh. So, jetzt ist die Frage, soll ich nach den Verdächtigen der Behörde fragen? Ich mach's mal. Wolken ziehen auf. Ich wette, ich werde beschuldigt, regierungsfeindlichen Tabak verkauft zu haben. Haben Sie etwas verwechselt? Es ist alles wegen dem Apartment. Ich weigerte mich, sie aufzugeben und wurde schrecklicher Dinge beschuldigt. Okay. Alles Gute, Karl. Gehen wir mal runter. Wo ist unser Sohn? Da ist unser Sohn. Dem können wir dann direkt die Bücher geben. Ja, Vater. Schulbücher. Hier sind deine Bücher. Wow! Ich mache mich an die Arbeit. Solchen Reichtum hätte ich mir nie erträumen lassen. Ich werde nicht mehr zum Rattennest gehen. Zur Bibliothek, meine ich. Süß, okay, das haben wir geschafft. Sehr schön, jetzt müssen wir nur noch mit Rosa Ranek sprechen. Rosa. Ach, die lebt hier. Ist ganz praktisch. Ups, ups, ups. Nein, 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 nein. Oh Gott. Das war knapp. Das war knapp. Ach was. Warum war da jetzt ein Ausrufezeichen? Hallo? Okay, ich weiß jetzt gerade nicht, was damit gemeint ist. Möchten Sie reden? Ich habe eine Bitte. Eine persönliche Bitte. Eine sehr persönliche Bitte. Ich bin ganz Ohr. Aloysius, ich nenne ihn jetzt einfach mal Aloysius. Aufgrund meines Berufs habe ich keine Zeit für ein Privatleben. Es ist meine Bürgerpflicht, die Menschen rund um die Uhr zu retten. Ich weiß, dass man mir das nicht ansieht, aber ich bin sehr schüchtern mit den Frauen. Ich bin verlegen und schäme mich und jeder Teil meines enorm begabten Körpers schwitzt.
Und was kann ich für Sie tun? Brauchen Sie ein Deo? Oh Gott, wie trocken. Wie schlecht eigentlich auch. Oh. Oh, herrlich. Ihre Frau ist fantastisch, Karl. Sie können gut mit Frauen umgehen. Ich bin einsam. Finden Sie eine Frau für mich, Karl. Sie wäre eine gute Frau fürs Schlafzimmer und die Küche. Okay. Alles klar. Eieieiei. Gut, das sind, glaube ich, so Nebenquests. Mit Rosa. Wo ist denn Rosa? Maria Schimmer? Ach komm. Ah. Apartment 3, das müsste sie doch sein. Okay. Da ist sie doch. Da ist sie doch. Dann sprechen wir mal mit ihr. Schönen Nachmittag. Bekannt machen. Guten Tag. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Karl. Okay, das kennen wir schon. Ich heiße Rosa Rannick. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Sie haben meinen frechen Mann bestimmt schon kennengelernt. Wir haben auch einen Sohn. Er ist genau wie Sie, aber er wohnt in einer Hauptstadt. Schön, Sie kennenzulernen. Okay. Nach dem Sohn fragen. Unsere liebe Junge. Unser lieber Junge ist ein Chef geworden. Wir haben ihn lange nicht gesehen. Schon lange her. Okay, nach Mann fragen. Mark hat sein ganzes Leben lang im Archiv gearbeitet. Er mag seine Arbeit. Er ist mit viel Papierkram beschäftigt und hat nur wenig mit anderen Menschen zu tun. Er verbringt den Urlaub mit seiner Angelrute. Nach Klaus Schimmer fragen. Ich wollte Sie nach Klaus Schimmer fragen. Macht er Ihnen Probleme? Er ist ein integrer... Fremdschämen! Er ist ein integrer Mensch. Integrer Mensch? Bin ich blöd? Was ist das? Integrer? Er hat mir geholfen, eine schöne Flasche des Zerreswein zu besorgen. Er ist ein Weinexperte, im Gegensatz zu meinem Opa. Okay, also nur Gutes über ihn. Wo ist sie hin? Mark Rannick, ah da, ich möchte nochmal mit ihr sprechen, bitte. Schönen Nachmittag. Über Spacks reden wir nochmal. Kennen Sie eine ehrenwürdige Dame für den Arzt im Apartment 2? Ich habe eine Nichte, die eine tolle Ehefrau geben würde. Sie ist genauso klug und schön wie ich in meiner Jugend. Leider wohnt sie nicht in unserer Stadt. Ich kann ihr ein Telegramm schicken und sie hier einladen. Lassen Sie ihn kommen, dann werde ich sie ihm vorstellen. Nice. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie irgendein Problem haben. Perfekt. Dann gehen wir jetzt nochmal hier rein. Und sprechen mit ihm. Können wir ihm... Achso, ich muss immer... Ach, ich krieg's immer anzuklicken. Hallo. Über Einsamkeit sprechen. Irgendwelche Vorlieben? Wen möchten Sie kennenlernen? Irgendjemanden. Ich habe eine Freundin für Sie gefunden. Wer ist sie? Nur ein Schütz, das muss ich eigentlich machen. Nein, wir nehmen Rosa Rannecks Nichte. Ich kann es gar nicht erwarten, sie kennenzulernen. Sie sollte bald ihre Tante besuchen. Das ist super. Was für eine Erleichterung. Bald werde ich nicht mehr einsam sein. Ja, perfekt, hör mal. Wunderbar. Was haben wir hier? Da möchte ich nochmal reingucken. Tote Worte. Ach, das haben wir schon. Oh Gott, meine Katze. Das ist gerade ganz schlecht. Das haben wir schon in der letzten Folge gelesen, meine ich. Ich habe... Oder doch nicht? Warte mal. Doch, das hatten wir schon letzte Woche. Ich habe zwei Monitore. Und meine Katze legt sich gerade hinter den Monitor. Oh, ich weiß nicht warum. Hallo, mein Schatz. Oh, das müsste ich jetzt eigentlich aufnehmen. Weil es natürlich dort vielleicht ein bisschen wärmer ist. Deswegen geht sie dahin.
So, das ist immer ein bisschen, ich erschrecke mich immer ein bisschen, wenn sie das auf einmal macht. Okay, das ist aber eher Nebensache. Wir reden über Klaus Schimmer. So. Und rufen mal ein Ministerium an. Kollege, wo bist du? Der Karl kommt. Ich glaube, das war alles, oder? Ja. Was möchten Sie gerne wissen? Okay, okay. Das ist jetzt... das wollte ich eigentlich nicht. Okay, ich muss wahrscheinlich erstmal über ihn schreiben. Warte mal kurz. Einen Moment bitte. Was soll ich machen? Habe ich schon gemacht. Das habe ich auch schon gemacht, oder? Sondern weiß ich jetzt gerade nicht wirklich, was ich am besten machen soll. Ach Quatsch. Ah, da schreibt jemand. Hallo, mein Lieber. Hallo. Fragen, was sie hier macht. Gott, wir sind auch neugierig. Was wollen Sie? Hallo, ich bin Sarah Wattermach. Wattermach. Die Nichte der Rannex. Ich bin hier, um den Arzt kennenzulernen. Ich habe keine Bleibe, deshalb werde ich hier wohnen. In welchem Apartment lebt Aloysius? Sie können noch nicht zu Aloysius. Wir müssen uns zuerst unterhalten. Bleiben Sie hier. Wo soll ich hin? Es gibt nichts, wo ich hin könnte. Okay, was versteckt ist, wird gefunden werden. Ah, ich muss Klaus Schimmers Charakteristiken niederschreiben. Okay, das mache ich dann später. Was ist denn jetzt wegen der Dingens hier? Erzählende Doktor von Ranex Nichte. Alles klar, das machen wir. So, das ist ganz nebenbei. Ist er überhaupt zu Hause? Er ist nicht da. Ja, wo ist er denn? Tja. Das ist eine gute Frage, ne? Ist er vielleicht hier? Nee. Hier auch nicht. Okay, dann schreiben wir erstmal den Bericht. Wer ist das? Patrick, achso. So, Bericht schreiben. Profil erstellen. Ich glaube, das ist damit gemeint, oder? Oh Gott, nein, Katze. Entschuldigung. Weil ich musste eigentlich wirklich mal mit der Cam aufnehmen, was die Katze hier macht. Also die, die möchte jetzt anscheinend mit mir spielen. Das ist gerade ganz schlecht. Ist doch nicht... Also ich hatte die ganze Zeit die Befürchtung, das wird irgendwann im Let's Play passieren. Das Einzige, was mal passiert ist, sie ist auf meinen Schoß gesprungen. Da habe ich mich wirklich erschrocken. Aber das erste Mal jetzt, dass sie hier... Dass ich spiele und dass sie sagt so, nö, ich möchte gerne, dass du mit mir spielst. Aber das ist jetzt auch die letzte Aufnahme für heute. Danach mache ich auf jeden Fall was mit ihr. So, und danach vor allem muss ich auch schlafen gehen. Es ist schon ein bisschen spät. Wartet mal, jetzt bin ich jetzt... Ach, hier. Ich muss Klaus Schimmers niederschreiben. Alles klar, dann machen wir das doch. Ich denke mal, das ist das mit dem Profil, oder? Ja, machen wir doch mal. Wohnt in Apartment. Bevor ich irgendwas falsch schreibe. 1. Geschlecht männlich. Familienstand. Ich glaube, dass die sind noch jetzt, die sind verheiratet, ne? Frau, genau. Wie heißt sie nochmal? Maria Schimmer. Beruf? Tabakverkäufer. Gott, wir haben aber einige hier, ne? Ach, gibt ordentlich Geld, würde ich mal sagen. So, habe ich alles? Ja. Oh, sehr schön. Gut.
Rufen Sie das Ministerium an und berichten Sie von Abschluss der Aufgabe. Das mache ich am Ende. Jetzt möchte ich erstmal zum Arzt. Ich absolut keine Ahnung habe, wo der ist. So. Ah, da. Dann gehen wir mal geschwind nach oben. Bonjour. Ich habe irgendwie... ist er Franzose? Jetzt hört sich ein bisschen so an, als würde er Bonjour sagen. Okay, hallo. Dann erzähl mir mal von der Frau. Da steht eine Frau vor ihrer Tür. Sie sagt, sie möchte sie sehen. Wirklich? Sehr merkwürdig. Aber mal sehen. Hehehehe. Oh, jetzt wird Liebe gemacht. Mal gucken, ob er sie überhaupt schön findet. Liebt euch. Sofort. Liebe auf den ersten Blick. Bitte. Oh! Ja, die lieben sich. Oh, da haben sich welche gefunden. Was ist das denn? Ich möchte mit denen reden. Ich möchte alles wissen. Ach, die machen jetzt... Aha. Boah, können wir die bespitzen? Das ist so böse von mir. Egal, ich möchte jetzt einmal... Machen die Liebe? Ach, die tanzen zusammen? Warum sehen wir das überhaupt? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich jetzt gerade wirklich nicht, warum wir das sehen. Ach, wir können die wahrscheinlich gerade einfach nicht stören. Na gut. Dann rufen wir... Gut. Huch, Entschuldigung. Rufen wir mal im Ministerium an. Was denn? Sie geht jetzt schon? Ach was. Nicht doch. Fährt sie jetzt direkt mit dem Bus? Ich warte nochmal, ob da vielleicht irgendwas... irgendein Ausrufezeichen kommt oder so. Was bedeutet denn diese Zeit? Ach, dass sie wahrscheinlich auf den Bus warten. Okay, haben wir noch die Frau. Ah, tatsächlich. Die warten, glaube ich, wirklich auf den Bus. Ah, jetzt ist die Zeit stehen geblieben. Was, Karl? Erfahren, was passiert ist. Was ist passiert? Martha ist krank, Karl. Und wir haben keine Medizin zu Hause. Kannst du etwas Aspirin für unsere Kleine suchen? Ich habe ewig Schlange gestanden, nur um zu erfahren, dass ich ein Rezept brauche. Natürlich werde ich ihn finden. Hast du irgendwelche Neuigkeiten über Martha? Nein. Es ist nur Fieber. Mir gefällt es aber nicht, dass sie sich, wie sie sich fühlt. Okay, einmal das. Schokosüßigkeiten. Ich habe mit unseren Nachbarn gesprochen, Karl. Sie sind sehr nett. Mir wurde gesagt, dass gelegentlich ein Mann mit einem Zylinder in der Nähe des Hauses herumspaziert. Der Typ hier anscheinend. Du kannst einige Dinge von ihm kaufen. Welche Dinge? Antiquitäten? Hast du nicht genug Sachen? Hör mir erst zu, Karl. Mensch, Inni, hörst du mir zu? Oh, krass, das sagt sie wirklich. Ich habe nur diesen Satz gelesen. Du hörst nie zu, was ich dir sage. Dreh nicht gleich durch. Ich wollte dich nicht verletzen. Du bist der Meister der schlechten Laune. Manchmal glaube ich, ich lebe mit einem... Was hast du über den Händler gesagt? Man sagt, er verkauft neue Haushaltswaren. Die alte Frau im zweiten Stockwerk zeigte mir die parfümierte Seife, die sie von ihm im letzten Monat gekauft hat. Im Moment nicht, aber es gibt auch andere nützliche Sachen. Warum trägt er einen Zylinder? Ist er ein Zauberer? Wer weiß. Woher zum Teufel muss ich wissen, warum er einen Zylinder trägt? Hör auf, mich andauernd zu unterbrechen und mir dumme Fragen zu stellen. Du schlürfst nicht nur hin und her und tust nichts, und ich habe den Boden gerade gescheuert. Du kannst zumindest Süßigkeiten für unsere Tochter kaufen. Okay, alles klar, Frau. Okay, gut. Aber erstmal rufen wir an, bevor ich das vergesse. So. Es ist verboten, Jeans zu tragen oder zu verkaufen. Meine Güte. Das ist ein bisschen weird, oder? Also wirklich komisch. Hallo, ich möchte gerne telefonieren. So. Wo ist denn eigentlich Martha? Liegt die hier irgendwo?
eine Aufgabe berichten. Ministerium Verordnung. Zeit zu handeln, Kamerad Karl. Sie müssen Klaus Schimmer zwangsräumen. Was? Wieso? Warum denn? Was? Warum? Okay. Ich frag mal nach, warum? Achso, okay, ich hatte die Frage falsch verstanden. Wie kann ich Schimmer zwangsräumen? Sprechen Sie mit Schimmer. Für uns wäre es in Ordnung, wenn er auszieht. Aber es wäre besser, wenn Sie über ihn berichten, sobald er eine Anordnung missachtet. Das ist Ihre Pflicht, Kamerad Karl. Über Schimmers Frau nachfragen? Was wird mit seiner Frau passieren? Sie ist uns egal. Tun Sie, was Sie für das Beste halten. Was für ein Scheiß. The fuck? Okay, das ist ja komisch. Gibt's einen Pause-Button? Warum? Achso, ach, wir sind noch im... Okay, wir sind noch im Gespräch. Ah, okay, das ist Pause und das ist schneller, oder was? Okay, okay, okay. Okay. Gut. Kann man hier irgendwie speichern klicken? Ich habe absolut keine Ahnung. Denn diese... Oh, da spielt jemand. Denn diese Folge wäre jetzt auch beendet. Ich würde... Oh, ich glaube, wann spiele ich das nächste Mal? Morgen oder übermorgen? Mal schauen. Hier sind erstmal 3 Folgen gedreht. Mir macht das Spiel immer noch Spaß. Ich finde es super. Ich freue mich, das weiterzuspielen. Vor allem die nächsten Stockwerke zu bauen. Und dass dort ein Mieter wohnen. Ich merke schon, also in diesem Spiel muss man wirklich, wirklich viel reden. Ist jetzt nicht schlimm. Ach, ich kann auch mit der Maus. Das ist natürlich viel besser. Oh, das ist ja cool. Man kann hier viel reden. Man muss ja auch wahrscheinlich viel reden. Ich hoffe, das ist in Ordnung, dass ich alles vorlese und versuche ein bisschen zu interagieren mit der Stimme zum Beispiel, damit es nicht so langweilig wird. Ich versuche es wenigstens. So, jetzt bin ich aber auch, ich bin ziemlich müde. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Passt auf euch auf und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Patrick, sei leise. Okay, bis zur nächsten Folge. Tschüss.